Ja Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats und willkommen zurück hier aus Mexico City. Videotechnisch hat sich von meinem Plan gestern noch einiges geändert. Ich habe euch ja gesagt, dass wir ein bisschen downtown im Dschungel unterwegs sind, auf so einem Markt und dann noch auf eine Wrestling-Show gehen wollen am Abend. Wir waren zwar downtown unterwegs und ich war auf diesem Markt, allerdings hat mir meine Freundin hier in Mexico City und auch die Gastfamilie abgeraten, downtown auf diesem Markt mit der Kamera öffentlich rumzulaufen. Und daran habe ich mich auch gehalten, ne? Weil ich will jetzt hier auch nichts riskieren. Und ich meine, das sind Locals. Mag jetzt auch sein, dass die ein kleines bisschen übervorsichtig sind, weil sie halt das Beste für mich wollen. Aber ja, ich habe es trotzdem halt jetzt einmal nicht gemacht und nicht gefilmt. Wobei ich sagen muss, von meinem eigenen Sicherheitsempfinden her, habe ich jetzt das da dort nicht so schlimm empfunden. Und auch die Leute, die da dort waren, nicht so schlimm empfunden. Aber ja, ich bin ja erst am zweiten Tag hier. Deswegen halte mir jetzt an das, was die sagen, weil die die Situation auch besser einschätzen können wie ich. Und danach waren wir dann abends auch noch auf dieser Wrestling-Show. Es war richtig geil. Ich konnte aber allerdings auch meine GoPro nicht mitnehmen, obwohl es sehr interessant gewesen wäre. Vor allem auch was heraus an Spektakel vor diesem Stadion los, weil ihr müsst euch das vorstellen, rund um dieses Stadion rum, in diesem kompletten Viertel, da war richtig wie so ein Markt oder so ein Bazar aufgebaut, wo die das ganze Wrestling-Merchandise verkauft haben, also von Actionfiguren über diesen Wrestling-Masken und Kostüme. Das war richtig krass und dann gab es da sowas, das nennt sich der Tunnel. Das ist wie so ein, ja, es ist halt wie so ein Tunnel, aber das ist wie so eine Fanbase, wo die ganzen Fans reingehen können und dann die Wrestler vor dem Kampf treffen können und Fotos machen. Da waren wir dann auch noch drinnen und die Schwester von meiner Freundin hier in Mexico City, die kennt halt da dort noch wirklich jeden bei dieser Wrestling-Veranstaltung und da kann man dann auch mit ein paar von den Wrestlern reden und Fotos machen. Und wir hatten dann auf Front Row Plätze in der zweiten Reihe direkt am Ring dort. Also war für mich schon mal beeindruckend, das komplette Zeug einmal so in live mitzuerleben, weil ich habe sowas vorher ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also ich meine, ich bin jetzt auch kein riesen Wrestling-Fan, aber das mexikanische Wrestling, das ist schon eine Nummer, ist eine Nummer für sich. Vor allem, die haben ja dann auch so Freaks mit dabei, so Lilliputaner und alles. Und es waren auch Frauen mit dabei. Also fand ich schon echt richtig interessant. Und dann also größere Kämpfe, wo dann gleich 6 Leute zusammen im Ring gekämpft haben. Ich habe allerdings auch ein paar Aufnahmen mit dem Handy eingefangen und die werde ich euch jetzt mal kurz einblenden. Dann kriegt ihr zumindest ein kleines bisschen einen Eindruck von dem, was hier gestern Abend noch los war. Und wir sind dann nach diesem Kampf jetzt wieder an das andere Haus zurückgekehrt, also nicht im Dschungel, und haben jetzt nur mal hier übernachtet. Für heute haben wir auch schon ein kleines bisschen angefangen, die Pläne zu schmieden, aber alles so ein bisschen easy. Hier fängt der Tag erst ein bisschen später an. Da muss ich mich auch erst einmal dran gewöhnen. Erstens mal habe ich noch immer mit dem Jetlag ein bisschen zu kämpfen und zweitens, ja, vor 9 aufstehen braucht man hier eigentlich gar nicht, aber ich bin halt schon immer um 6:30 oder um 6:30 wach. Da muss ich mich erst mal ein kleines bisschen dran gewöhnen, weil vor 11 ist hier eigentlich sowieso nirgendwo was los und ja, das läuft alles ein bisschen schleppender an hier und zieht sich dann dafür aber bis spät in den Abend rein. Gerade bin ich hier schon am Verzehr meines zweiten mexikanischen Energy Drinks und ja, mal schauen, wie es jetzt hier in dem Video weitergeht. Ich werde auf alle Fälle, glaube ich, dieses Mal nicht so extrem viel mitfilmen, weil ich bin hier einfach auch sehr in dieser Familie mit eingebunden und ich schätze diese Gastfreundschaft von denen wirklich. Die haben so viel inzwischen für mich getan in den 2 Tagen, dass es mir schon fast unangenehm ist und ich will jetzt auch denen ihre Privatsphäre nicht komplett mit meinen Videoaufnahmen crashen. Und ja, ich werde schon ein bisschen alles begleiten, aber nicht so ausführlich, glaube ich, wie in den letzten Jahren. Personal
So hier an der Straßenkreuzung kann man jetzt sehen, dass da Feuerholz für die Kamine verkauft wird. Das haben sie hier aufgeschlichtet. Jetzt geht's wieder nach Downtown in den Dschungel. Ah, geil hier. Ja, die schönen Palmen am Straßenrand. So, hier kommt jetzt gleich so ein Berg ins Bild. Ihr werdet ihn gleich sehen, wenn wir an dem Gebäude hier vorbei sind, was übrigens eine deutsche Schule ist. Jetzt kommt man ins Bild. Die Einheimischen erzählen sich, dass unter diesem Berg eine Pyramide drunter ist, weil der so eine Form von so einer Pyramide hat, ähnlich wie diese Teotihuacan-Sonnenpyramide. Aber es ist ja nur so ein Gerücht unter den Einheimischen. Wir wollen auf alle Fälle versuchen, im Laufe der nächsten Woche einen nach Teotihuacan zu fahren. Ja, jetzt sind wir hier wieder im Downtown Apartment und haben uns jetzt ein Uber-Taxi bestellt und mit dem geht es jetzt dann nach El Chopo, was so ein Rock- und Metal-Straßenviertel ist, wo es halt total abgeht und da kann man alles kaufen, von Lederjacken über CDs und spielen da teilweise Bands mitten am Tag auf der Straße. Ya agarrando la avenida Chapultepec para arriba está rápido. No, yo no manejo, mira, estoy tan cansada de tráelo, llévalo, súbale, son 3 días. So Leute, jetzt sind wir in El Chopo angekommen. Hammer, was hier los ist. Es geht jetzt dann hier vorne rein und dann hier hoch. Alles voll. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viele Mettler und Punks hier rumlaufen. Die komplette Straße, alles bis da vorne. Da werden schon überall Sachen auf der Straße verkauft. Also der Ausflug nach El Chopo, der hatte es in sich, war mega interessant dort vor Ort. Allerdings war es mir auch dort nicht möglich, so viel zu filmen, wie ich gerne gefilmt hätte, da es dort nicht gestattet war zu filmen. Ich habe am Anfang mit der GoPro eine Szene gefilmt und dann hat uns aber schon einer gesagt, dass man da dort nicht mit der Kamera durchlaufen kann. Aber wir können es mit dem Handy versuchen, wenn wir es unauffällig machen. Und das habe ich dann auch gemacht, um noch ein paar Szenen einzufangen. Das hängt damit zusammen, dass da dort halt Sachen verkauft werden, die nicht legal sind und auch nicht für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt sind. Man kann scheinbar, wenn man eine Sondergenehmigung hat, dort filmen, aber dann wissen wahrscheinlich da dort noch alle Bescheid, dass gefilmt wird. Wir sind ja dann durch diesen kompletten Markt durchgelaufen, also die schiere Größe an Ständen und Leuten, was da dort zu sehen ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es gibt wirklich alles da dort, von Schallplatten über CDs, T-Shirts, alles, was man sich an Merchandise im Film- und Musikbereich vorstellen kann, gibt es da dort zum Kaufen.
Ich habe mir richtig geile Horrorfilm-Shirts gekauft. Habe dann von meiner Freundin hier gestern zu Weihnachten auch noch ein geiles Evil Dead-Shirt vom zweiten Teil von Tanz der Teufel geschenkt bekommen. Und nachdem wir dann durch diesen kompletten Marktbereich durchgegangen sind, ich würde jetzt mal sagen, der ist mindestens, könnte schon fast ein Kilometer lang sein, ein Kilometer auf beiden Seiten sind Läden und Stände. Teilweise wird es dann auch zweispurig, da gibt es noch so eine Mittelspur mit Ständen und da drücken sie euch durch, also das ist eine Menschenmenge. Und wenn man dann am höchsten Punkt oben ist, da gibt es dann wie so einen kleinen Platz und da ist auch eine permanente Bühne aufgebaut, wo eben auch Bands auf der Straße spielen, was ja richtig cool abgeht. Und ja, vielleicht fahren wir sogar nur mehr hin nächsten Samstag, denn da spielen von meiner Freundin hier Bekannte mit ihrer Metalband. Und die haben uns auch eingeladen, weil wir haben die gestern auch in El Chopo getroffen. Und ja, alle natürlich super freundlich. Also ist jetzt hier auch nicht alltäglich, dass jemand aus Deutschland hier in diese, ja, sag ich mal, in diese Materie so eintaucht. Normale Touristen sind jetzt eher an anderen Orten unterwegs und die sind alle also mega freundlich. Aber wie gesagt, Filmen ist wirklich ein Problem. Auch da dort ein, ja, einfach mit einer Kamera in der Stadt rumzulaufen, offen, ist ein Problem. Ich kann es selber nicht einschätzen. Also ich habe einen Kumpel, der hat hier auch eine Freundin in Mexico City. Der fährt überall öffentlich mit dem Bus hin, hat da nie Probleme. In meiner Gastfamilie sind die da eher skeptisch. Also die sagen eher so, your ass is lost, wenn wir dich hier alleine aussetzen. Ich schätze mal, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, weil manche von denen Viertel, das sind alte Leute und Kinder unterwegs auf der Straße, wirkt jetzt für mich nicht gerade gefährlich, aber ja, ich muss mir halt nach dem richten, was mir hier gesagt wird, und ja, ich möchte das Ganze ja unbeschadet überstehen hier.